Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind heute noch auf unserem aktuellen Grundstück hier in der Blumenstraße und haben heute Garteneinsatz, denn wie man unschwer erkennen kann, haben wir hier etwas Laub auf dem Boden. Und da unsere Kinder ja noch das ganze Schuljahr über hier sein werden, ja, muss dieses Laub auf jeden Fall weg. Birgt ja nämlich einige Gefahren, insbesondere wenn es nass ist, ist es sehr rutschig. Von daher, ja, sind wir heute dabei, all dieses Laub zu entfernen. Elterngemeinschaft, Elternarbeit wird hier ganz groß geschrieben. Deswegen, ja, erwarten wir heute einige helfende Hände, die das Laub heute beseitigen. Das wird bestimmt schön. Es ist schon ein bisschen kühler geworden, das merkt man. Aber nichtsdestotrotz muss das ja gemacht werden, ne? In dem Zuge kann ich ja gleich mal sagen, danke, danke fürs Abonnieren. Wir haben jetzt mittlerweile fast 100 Abonnenten. Das freut uns natürlich sehr. So lange gibt es unseren Channel ja noch nicht. Vielen, vielen Dank. Wir freuen uns, dass ihr hier seid, uns fleißig immer einen Daumen nach oben gebt. Und ja, seid gespannt, was da noch alles so kommt. Wir haben uns überlegt, man macht das ja auf YouTube so, 100 Abonnenten-Special und so weiter. Und da Weihnachten ja auch vor der Tür steht, dachten wir uns, ey, wir machen da ein kleines Gewinnspiel. Und da habe ich mir so ein paar Gedanken drüber gemacht. Ich würde sagen, ich verrate jetzt noch nicht viel. Es gibt auf jeden Fall 3 Gewinne. Wie die ganzen Konditionen aussehen, das werde ich euch jetzt dann im Nachgang noch erklären, nach unserem Garteneinsatz. Und dann seid auf jeden Fall gespannt. Wir freuen uns auf jeden Fall. Je nachdem, wo die Gewinner herkommen oder die Gewinnerinnen, dann wird das Ganze dann vielleicht auch persönlich übergeben. Vielleicht von Andi, vielleicht von Joe. Hm? Also, ich weiß ja gar nicht so genau. Also, wir haben eine Aktion gemacht. Wir haben einen Adventskalender herstellen lassen. Auf diesem Adventskalender sind 2 Personen. Eine Person, dessen Zustimmung wir schon haben. Das, ach so, das bin ist ich. Schön. Ja, ja. Und eine Zustimmung von einer Person, die wir noch nicht haben. Und das bist du. Ja. Ist da eigentlich drauf, Philipp? Was ist da drauf auf dem Adventskalender? Das ist das wunderschöne erste Foto von dem ersten Video, was wir hier gefilmt haben. Ach, wo wir in den Containern stehen? Genau. Okay. 3-mal gibt es das Ganze zu gewinnen. Genau. Was muss man eigentlich dazu machen, dass das man weiß das gewinnt? Ich noch nicht. Keine Ahnung. Das stimmt, das haben wir tatsächlich noch nicht besprochen. Jetzt sind aber ein paar Tage vergangen. Wir haben mittlerweile 100 Abonnenten. Vielen, vielen, vielen Dank. Wir freuen uns mega. Das ist ein großer Meilenstein für uns. Vielen, vielen Dank. Wir freuen uns auf die nächsten 100. Irgendwann haben wir vielleicht 1000. Irgendwann noch mehr. Jetzt gerade undenkbar. Aber wer weiß, sagt niemals nie. Was müsst ihr also machen, um teilzunehmen? Ganz einfach. Kommentiert unter dem Video, schreibt irgendwas Schönes und jeder Kommentar wird dann in einen Lostopf gepackt und wir werden am 27.11. auslosen, wer dann dieses tolle Geschenk bekommen wird. 3 Gewinner haben wir insgesamt und wir hoffen, dass wir es dann auch persönlich vorbeibringen können. Je nachdem, wo ihr wohnt. Ja, genau. Ich würde sagen, zurück zum Video. Aber ist okay, ne? Du musst einfach die Brieftasche raus und dann kann man... 100.000. Ja. Nein, na klar ist das okay. Ja. Genau, und ich habe auch gesagt in dem Video, wenn jetzt derjenige aus Woltersdorf kommt oder Umgebung, der gewonnen hat, dann würdet ihr das auch persönlich vorbeibringen. Absolut. Da gehst du dann hin, das machst du mal schön. Na, wir beide. Ja. Mal gucken, wenn es mir gut geht, komm ich mit. Das ist ein Wort. Ja, hast du auch schon wieder Mimi? Nee. Ja, na gut. So, jetzt geht's erstmal los. Wir müssen hier loslegen. Haben einiges zu tun. Wir sind schon einige Haufen zusammengekommen. Wir bauen für die Kinder einen schönen großen Haufen, damit sie nachher von dem Gerüst runterspringen können. Das werde ich auf jeden Fall festhalten. Ich freue mich jetzt schon drauf. Der muss auch noch größer werden. Es dauert noch ein bisschen. Geduldet euch noch etwas.
mittlerweile ist jetzt der ganze Hof vom Laub befreit und wir haben hier richtig schöne Sprungberge und ich versuche mal hier ein paar Kinder ranzubekommen, die jetzt gleich die schönen Laubberge testen und von oben reinspringen. So, ich weiß jetzt gar nicht, wie spät es ist. Fakt ist jedenfalls, wir sind fertig. Jetzt blende ich am besten gleich mal ein, wie lange wir jetzt gebraucht haben. Aber es waren auf jeden Fall viele dabei und dementsprechend ja, hat es gar nicht so lange gedauert. Das Doofe ist bloß, alle Bäume haben noch extrem viele Blätter dran. Also ich glaube, wir können das in 2 Wochen nochmal wiederholen. Freiwillige vor. Naja, so ist das. Wir sehen uns. Was hilft am meisten? Wenn ihr uns abonniert. Danke.